Ja, grüß Gott, wir sind gerade hier in Manfredonia, bei Manfredonia in Foggia ankommen, hier vor der Gemeinde. Und da wird jetzt nochmal die andere Hälfte überwiegend ausgeladen, neben ein paar andere Verteiler. Und ja, die gute Saatkalender, das ist hier wirklich ein reicher Schatz, mit den Geschwistern von Antonia, wo wir auch das letzte Mal schon waren. Und hier ist die Gemeinde, die Versammlung. Da schauen wir auch nochmal rein. Da war hier das Schaufenster mit der Literatur. Da hatten wir auch das letzte Mal einen Gottesdienst, eine Versammlung auch miterlebt. Ja, danke auch da für alle Gebete und ja, Verbundenheit. Da geht es hier auch noch weiter. Um die Ecke rum. Dio e Amor. Das ist die Botschaft Gottes, die Liebe. Das ist nicht in alle Religionen so, beziehungsweise in keiner Religion, dass Gott die Liebe ist, sondern in der Religion muss der Mensch Leistung erbringen. Er muss sich die Liebe erarbeiten. Das ist bei Jesus Christus anders. Er hat uns geliebt, wo wir noch ja, Sünder waren. Da hat der Mensch gar nichts zu bringen. Der kann nur sagen, alles Herr bist du. Und das ist die Botschaft, an der wo wir uns erfreuen dürfen. 1. Korinther 1, Vers 23. Und Psalm 95, Vers 6. Ja, schön, dass da so viele Bibelverse hier hängen. Keine Bilder wie in der katholischen oder orthodoxen Kirche, sondern nur die Schrift, die uns eben rettet durch Jesus Christus, weil er selber eben dieses Wort ist. 1. Korinther 15, Vers 3. Genau, da haben wir das letzte Mal auch Zeugnis gegeben hier in dieser Versammlung. Ich weiß nicht genau, wie jetzt noch die Einteilung ist. Wir werden noch 4 Tage hier bleiben und genau, sehen dann von Dach zu Dach, wie es weitergeht. Und jetzt werden die ersten Kalender hier ausgeladen. Müssen wir schauen, dass wir hier noch mitarbeiten. Nicht, dass sie denken, wir drücken uns vor der Arbeit. Hier gibt's das Literaturlager hier. Und genau. Ja, das ist schon recht leer geworden hier. Da war das letzte Mal mehr da. Die Geschwister, die brauchen ja, Literatur. Da haben wir schon einen ausgeladen hier von den Bibeln. Das hat der Lukas beschrieben. Einmal die Bibeln. Und, ah ja, da gibt es noch die rumänischen Bibeln auch. Genau, ja, schön, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Gottes Segen, viele Grüße aus Manfredonia, dem Gebiet Foggia. Amen.